Und schon sitzen wir am Flughafen und warten auf unser Flugzeug. Dieses kleine, aber wichtige Buch wird uns die nächsten Tage begleiten. Und was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, wir werden in Monrovia zwischenlanden. Das ist etwa 2 Flugstunden vor unserem Zielflughafen Abidjan in der Elfenbeinküste. Wir sitzen jetzt im Flieger nach Abidjan, Côte d'Ivoire. Die Sitze sind nicht so bequem. Also werden wir gedacht, dass die ein Rückenleiden haben, wenn wir ankommen. Aber sonst geht's uns gut. Hier stehen wir nun auf dem Flughafen in Monrovia und schauen uns die UN-Hubschrauber an. Im Hintergrund sehen wir ein größeres Militärcamp, auch mit Fahrzeugen. Der 20. Juni 2010. Wir sind hier zu Hause bei der Schwester von Dominique. Das ist nochmal ein Konterfei der älteren Schwester. Ja, deren Haus. Das ist die Fernsehecke. Wir sitzen hier. Wohnzimmer. Und daneben haben wir auch einen Computer, wo wir auch recherchieren können, unsere E-Mails abfragen können. Deine Urlaubs. Nein, ich schreibe ein bisschen Tagebuch. Was haben wir gestern unternommen? Mal kurz einen Abriss. Nach dem Frühstück kam Papa Chiku, den haben wir erstmal begrüßt. Ja. Dann hat er uns mitgenommen auf eine Tour durch seine Häuser und Ferienwohnung angeschaut und sind dann zum Strand rausgefahren. Da gab es dann aber erstmal einen riesigen Verkehrsstau, weil es eine Straßensperre gab und da bei diesem großen Markt. Da haben wir einiges an Zeit liegen lassen. Ja, und dann haben wir uns dort das Strandhaus oder Ferienhaus angeschaut. Zu Argent gefahren. Mhm. Zu Dominiques Schwägerin. Nee, zu Schwester, die jüngere Schwester, richtig. Ja. Jajet hat ein sehr schönes Schönheitsinstitut, Institut de Beauté, und dort hat sie uns dreien eine Runderneuerung verpasst. Also sprich Gesicht, Hände und Pediküre wurde gemacht, also Maniküre. Danach sind wir wieder ins Haus von Mama Chiku, Mama Happy gefahren. Dort gab es wieder ein Bergessen. Wie immer. Wie immer. Mama hat eigentlich Mittag gegessen. Auch bei ihr. Ja, Mittagessen und Abendessen. Ja. Dann haben wir Fußball geschaut. Da, richtig, da war ja noch Fußball. Und nach dem Fußballspiel sind wir dann hierher gefahren. Thank you.
draußen regnet es, aber wir sitzen im Trocknen. In einer afrikanischen Kneipe in der Elfenbeinküste. Ja. In der Nähe von Abidjan. Oder in Abidjan. In Abidjan. Genau. Ja. Dominik, erzähl was. Was machen wir hier? Also, wir sind im Urlaub in Deutschland, in Abidjan, Elfenbeinküste. Heute Abend um 18.30 Uhr. Côte d'Ivoire hat muss spielen gegen Brasilia. Das ist nicht einfach. Aber ich denke mal, wir müssen gewinnen. Alle Côte d'Ivoire. Und jetzt sagt dein Onkel noch was auf Französisch. Die Digga Français. Français. Ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Brésil, ce soir, ça va déjà. Ich bin das erste Mal in Afrika, in Westafrika, in einer Kneipe. Vorher war ich nur in einem Beduinenzelt in Tunesien. Da gab es nur Tee zu trinken. Im Hotel gab es auch Bier, das war okay. Aber bei dieser 3-Tages-Reise Tunesien nur Tee, ja, nur schön gesunde Sachen. Aber jetzt sitzen wir hier und wir trinken schönes Bier. Welches Bier? Heinekenbier. Und heute Abend wird schön Fußball geguckt. Wie ist so der erste Eindruck? Ja, was soll ich sagen, das ist sehr beeindruckend hier. Ja, ein Gewusel, ja. Ein Gewusel. Auf diesem großen Markt in Abidjan lassen wir uns einfach mal treiben. Ja, diese Schnecken haben wir gestern gegessen. Sehr lecker. Und Lothar hat auch gestern gekocht. Ich habe gestern gekocht, das ja, stimmt, ja. Heute sind wir zum Papa, haben wir gegessen. Ja. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Gut. Das freut mich. So, haben Sie jetzt was zu sagen? Ja. Ich muss sagen, dass ich das hier sehr genieße, dass mir das sehr gut schmeckt, dass mir das sehr gut gefällt. Mir geht's gut.
I'm very happy to see Lota and her wife, OT, and we have nice time. Thank you. So am Ende, ich würde sagen, ich hätte den Satz in den Nisbuch gestellt. Wir sind jetzt hier sehr freundlich und reich auf die Moderne. Das freut sich auch. Dankeschön.